Köszönöm, fantasztikus. Oké, hogy mit interval training? Wir starten mit Warm-up, beenden mit Cool-down. Intervalltraining heißt, wir haben 45 Sekunden, viermal, also einmal Ausdauer, Cardio-Teil, da pushen wir unser Puls ein bisschen nach oben und drei Kraftübungen. Das Ganze haben wir dreimal, also drei Runden, wiederholen wir das Ganze, also Ausdauerteil, drei Krafttraining, Ausdauer, drei Krafttraining und so weiter, das Ganze dreimal. Deswegen bei der dritten Runde seid ihr schon ziemlich sicher, das ist die wichtigste Runde. Genau, dann haben wir kurze Pause, immer so dazwischen 15 Sekunden Pause, 45 Power. Ich wünsche euch viel Spaß. Zum Schluss dehnen wir uns ein wenig noch und dann könnt ihr euch dann ausruhen. Okay. Ich habe zwei verschiedene Uhren und überall zeigt es anders. Wir fangen an, es ist hier schon sehr gut. Da. Und dann. Wir brauchen heute gar nichts, also nur Matte. Mehr braucht ihr nichts. Okay, ich schalte jetzt ein. Thank you.
gehst du tief, also richtig schön nach unten, also nicht so nach unten, sondern dass du mehr deinen Rücken gerade hast, so tief runter, Knie aber nicht absetzen auf den Boden. Dann wieder Sprung, tief, Gesäß nach hinten wegschieben. Das ist unser Ausdauerteil, dann gehen wir nach unten auf den Boden. Im Wechsel erstmal Arme nach oben hoch und dann diagonal ein Arm Richtung Bein, diagonal ziehen. Also rechtes Arm nach links ziehen. Gut, dann haben wir noch eine aus der Ellbogenplanke. Unterarme anheben, senken, anheben, senken. Dann haben wir die Bauchlage. Arme anheben und senken. Wenn du die Arme anhebst, dann drehst du deine Handfläche nach oben und wieder zurück. Dabei nimmst du deine Beine auch noch mit. Ganz kurze Anleitung. Und jetzt geht's los. Noch tief.
haben wir nicht. Dass wir noch warten. Eine Minute. Eine Minute schenke ich dir. Da, frei gemacht. Ja. Spring nach oben. Zieh. Komm. Zieh. Auf
Aus der Ellbogenplanke beginnen, Beine anheben, dann kommt es nach oben hoch. Ihr könnt das Knie auf den Boden absetzen oder ohne Knie, tief runter, wieder nach oben hoch. Dann Ellbogenplanke, Beine anheben und dann wieder Liegestütze. Bauchlage haben wir folgendes: Ellbogen bleiben am Boden und du ziehst deine Unterarme nach oben hoch, also hier ist der Boden. Nach oben hoch zieht. Das ist eine kleine Übung oder Umfang von der Übung, aber sehr gut für unsere Rotorenmanschette. Und dann machst du Rückenlage, also für Rückenbereich. Wir stützen wieder auf die Ellbogen und schieben unser Brustbein nach oben hoch, tief. Also Fokus liegt auf dem Brustbein und Brustbein schieben wir zur Decke. Bereit? Ja, alles verstanden, okay? Bei der dritten Runde ist wieder alles okay.
Ausfallschritt, ich zeig's mal so seitlich, damit ihr besser sehen. Doppelt nach unten tief springen. Diejenigen, die springen wollen, wir können, dann einfach tauschen. Schnell tauschen. Okay? Wichtig ist, Knie schauen nicht über die Fußspitze, also nicht so nach vorne, sondern wir bleiben, also Oberkörper richtig nach unten ziehen. Knie schaut wieder nicht über die Fußspitze, okay? Hinter der Fußspitze bleiben. Das Ganze doppelt. Unten doppelt. So, Bauchlage. Da habe ich auch eine Runde ausgedacht. Also, Arme schwingen, Beine schwingen. Dann Arme bleiben oben halten, Fußspitzen zeigen zur Seite, Fersen gleich. Dann wieder schwingen, Arme halten, Fersen gleich. Die ganze Zeit so einen Wechsel. Gut, dann haben wir Trizeps-Dips. Also Becken nach oben hoch, Ellbogen beugen und dann Becken hinten wegschieben. Wir haben hier Gesäß, Trizeps und Bauch. Und dann wir ziehen erstmal nach oben hoch und dann nach unten kreisen, wieder hoch, zur anderen Seite kreisen. Arme Trizeps zur Seite ziehen, dann seid ihr stabil. Gut, ihr habt es jetzt hier schon ein bisschen ausgeruht. Wir legen los. Mach auf Seite, dann wirst du ja besser sehen, gell? Es geht gleich los. Einatmen und raus. Thank you.
Deck dich mal öffnen, Beuge ausdehnen. Reinstrecken. Thank you.
Armkopf hat sehr geschwitzt, so wie ich.